Ja, einen schönen guten Tag. Ich bin der Stylianos. Ich habe heute ein schönes Thema vorbereitet, Transparenzregister. Ich nutze mal die Zeit von Heinsberg nach Düsseldorf und erzähle euch mal was zum Transparenzregister. Vielleicht habt ihr das gehört, der Gesetzgeber hatte zum 1. August diesen Jahres 2021 etwas Neues eingeführt. Und das betrifft vor allen Dingen natürliche Personen oder unbedingt natürliche Personen, also ein Mensch wie ich oder ihr, die eine Kapitalgesellschaft haben, wie zum Beispiel eine GmbH, UG oder eine Personengesellschaft haben, wie zum Beispiel eine KG, eine OHG oder auch eine GmbH und Co. KG. Es betrifft nicht GbR, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, noch nicht. Es betrifft auch indirekt Vereine, aber dann auch wieder nicht. Und es betrifft eine Aktiengesellschaft. So, was müsst ihr tun? Das Transparenzregister, das war bis jetzt ein sogenanntes Auffangregister. Denn es wurde bislang gefüttert vom Handelsregister. Also alles, was im Handelsregister bekannt war, wurde unterstellt, wenn du es da abrufen konntest elektronisch, dass das Transparenzregister diese Information automatisch bekommt. So, das ändert sich jetzt aber alles mit Übergangsfristen ab 1. August 2021. Und der Kern dieses Transparenzregister, das ist geregelt im Geldwäschegesetz, ist, dass man den wirtschaftlich Berechtigten kennt. Denn auch ich aus meinem Alltag, also ich bin Steuerberater, aber auch Schuldnerberater, sage ich jetzt immer mit dazu, ist es so, dass du GmbH-Gesellschafter hast oder OG-Gesellschafter hast, die sagen, wir haben was gegründet, aber diese Anteile habe ich zum Beispiel weiterverkauft. Da redet man von einer Abtretung bei GmbH-Anteilen oder OG-Anteilen an meinem, keine Ahnung, Cousin, Neffen, wen auch immer. Und der ist eigentlich derjenige, welcher der Boss ist. So kann man das wohl formulieren. Also der wirtschaftlich Berechtigte. So. Und diese Dinge hast du ja bisher nie gesehen. Und wegen Geldwäsche, und da geht es natürlich auch um Terrorismusfinanzierung und solche Dinge, möchte man einfach wissen, wer ist denn jetzt wirklich derjenige, der das Sagen hat. Der also quasi Einfluss hat. Und definiert hat man das, dass man sagt, die Person, die hinter diesem Unternehmen, also Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft steht, die müssen bekannt sein mit Namen, Wohnort, Geburtsdatum, Nationalität. Und das muss man als sogenannter wirtschaftlich Berechtigter hinterlegen im Transparenzregister, damit der Staat immer weiß, wer ist eigentlich der Mensch, weil hinter jeder Firma, muss man auch mal wirklich sagen, egal wie die im Konzern strukturiert ist, im Zweifel steckt immer eine natürliche Person dahinter. So, und die möchte man kennen. Und wann bist du wirtschaftlich Berechtigter? Das Gesetz definiert es, im Gesetz hat es kodifiziert mit der Voraussetzung, wenn du zum Beispiel mehr wie 25% der Anteile hältst oder mehr wie 25% der Stimmrechte hast, dann bist du der wirtschaftlich Berechtigte, Einflussträger, Entscheidungsträger des, im Rahmen dieses Gesetzes und muss es melden. So. Und jetzt kommt noch was ganz Spezielles. Der Gesetzgeber hat es versäumt, uns Steuerberater, denn die Mandanten fragen natürlich uns als Steuerberater, hör mal, kannst du diese Verpflichtung nicht für mich wahrnehmen oder mich beraten, mir einfach mal Informationen dazu geben? Ja, und die Steuerberaterkammer sagt uns, und das ist jetzt hier keine Rechtsberatung, wir dürfen das nicht. Wir dürfen Mandanten individuell nicht beraten, was das ist, was du machen kannst. Deswegen drehe ich das Video einfach mal als allgemeine Information, Fortbildung für euch. Ein Steuerberater darf das nicht und ein Steuerberater muss das auch nicht. Das heißt, wir haben keine Pflichten. Also das finde ich ein bisschen schade vom Gesetzgeber, weil wir haben natürlich immer als erstes zu tun, wenn Mandanten irgendwelche Gesellschaften gründen. Wir bereiten auch quasi die Notarverträge für den Notar vor, weil wir schreiben rein, wie heißt die Firma, welche Anteile hast du, wo sitzt du, welchen Zweck hast du, was ist, wenn du verstirbst und diese ganzen Dinge. Hat der Geschäftsführer Alleinvertretungsmacht, ist er von 181 BGB befreit oder nicht? Also diese ganzen Dinge kommen ja vom Steuerberater. Wir dürfen es nicht. Bei den Wirtschaftsprüferkollegen ist es anders. Da sagt die Wirtschaftsprüferkammer § 2 WPO, die leiten daraus, dass die Wirtschaftsprüfer § 5 RDG, das ist das Rechtsdienstleistungsgesetz, beraten dürfen und ihre Mandanten aufklären dürfen. Nicht müssen, habe ich da nicht gelesen. Dürfen. Wir Steuerberater, wie gesagt, dürfen das aber nicht. Aber was wir dürfen, ist ein sogenannter Bote zu sein, Erklärungsbote.
Aber, liebe Steuerberaterkollegen, klärt das mit eurer Versicherung ab, mit eurer Haftpflicht, ob das gedeckt ist. Denn auch als Erklärungsbote hast du eine Haftung. Und zwar, wenn du das Falsche übermittelt hast. Und dann komme ich auch gleich zu den Vorschriften. Diese Vorschriften, die man jetzt neu eingeführt hat, in einem sogenannten Transparenzregister, was jetzt zu einem Vollregister geworden ist, also ein eigenständiges Register neben dem Handelsregister. Da habt ihr als Geschäftsführer, Vorstände Verpflichtungen, das zu tun. Und ich selber zum Beispiel habe eine Steuerberatungsgesellschaft in Düsseldorf. Da musst du einfach diese Gesellschaft anmelden. Das ist auch der erste Schritt. Und dann musst du den wirtschaftlich Berechtigten. Da bei dieser Steuerberatungsgesellschaft, ich bin der einzige Gesellschafter zum Beispiel, bin ich auch der Steuer, der wirtschaftlich Berechtigte, der sich da hinterlegen wird und muss. So, aber jetzt kommt's. Weil das alles so überraschend ist, gibt es Übergangsvorschriften. Und diese Übergangsvorschriften sagen, wenn du das bis zum 30.06.2022, also nächstes Jahr, nicht gemacht hast, dann hast du ein Problem. Aber auch nicht ganz und nicht wirklich. Denn diese strafbewährte Vorschrift, bußgeldbewährte Vorschrift, die wird erst dann greifen, wenn du das zum 30.06., sagen wir mal, nicht gemacht hast im nächsten Jahr, es dann später tust, dann wird es greifen, aber erst zum 1.07.23. Also ihr seht, verdammt kompliziert wieder. Gesetze sind einfach scheißkompliziert. Muss man auch wirklich sagen. Deswegen hat man Berater, aber wie gesagt, als Steuerberater darfst du deinen Mandanten individuell nicht beraten. Deswegen sage ich auch hier jetzt ganz klar, Disclaimer, das ist keine Rechtsberatung, das ist einfach nur eine Information, eine allgemeine Information. Macht euch schlau, sage ich jetzt mal, Steuerberater, such dir einen Rechtsanwalt, der dich berät in diesen Dingen. Die wissen das immer besser als ich. Punkt. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Ganz wichtig, Vereine. Ich bin ja auch Vorstand im Rettverein. Da ist es so, die Vereine sind nach § 20a GWG, so heißt dieses Gesetz, Geldwäschegesetz, ausgenommen, die Vorstände, wenn es diese Information aus dem Vereinsregister schon gibt. Dann müsst ihr nichts machen, weil für diese Vereine, die eingetragenen Vereine, bleibt es ein Auffangregister, obwohl es ein Vollregister ist mittlerweile. Jo, was habe ich vergessen? 1,9 Millionen Geschäftsführer und Vorstände, 1,9 Millionen Unternehmen kommen jetzt unter diese Pflicht, denn so viele Kapital- und Personengesellschaften gibt es. 600.000 Vorstände, habe ich gelesen, von Vereinen müssen nichts machen. Es sind tatsächlich 600.000 Vorstände in Deutschland, die müssen nichts machen. So, habe ich noch was vergessen? Ich hoffe nicht. War ein kleiner Einblick. Passt auf, ich wollte euch nur ein bisschen sensibel machen. Freunde, bleibt gesund. Ja, und was findet ihr zu meinem neuen Dress? Ich habe ja letztens eine Hochzeit gehabt und eine Taufe. Und da habe ich diese schönen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, geschenkt bekommen. Und ich habe gedacht, komm, ändere mal ein bisschen deinen Style. Zieh die mal an, vielleicht passt, vielleicht gefällt's. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback gibt. Ansonsten, Freunde, bleibt jetzt wirklich gesund. Ciao, bis demnächst. Euer Stylianos Brusenbach. Ja, und Hashtag, könnt ihr euch denken was? Da habe ich gestern zum ersten Mal Werbung von mir gesehen. Bisschen komisch war es schon. So ist es. Ciao.